Hallo und herzlich willkommen zu einem nächsten Let's Show Minecraft. Ja, es hat sich eine Menge verändert und das kommt jetzt. Ein Wohnzimmer habe ich jetzt eingerichtet hier. Das war im letzten Part nur noch, war noch nichts. Mit Tisch, mit Couch und mit einem Fernseher. Ja, und jetzt geht's weiter. Ich habe doch zu Anfang der ersten Let's Show Folge ja, die unterirdische ja, Plantage gezeigt. Die ist jetzt fertig, so gut wie. Und die schauen wir uns mal an. Da gehen wir hier raus. Einmal hüpfen. Und hier ist es. Unterirdische Plantage. Hier haben wir einen kleinen Lava-Stream im Boden drin und dann geht's hier durch und nimmt die Treppen runter. So, auch ein paar Lava-Streams drin. Das ist das erste, was ich hier angefangen habe. Hier blüht und gedeiht schon das Zuckerrohr und der Weizen. Hier sind meine Kisten drin zum Ablagern der Dinge hier für den Weizen, wenn er fertig ist, fürs Brot machen und sonstige Dinge, Zucker und so. Ja. Hier im zweiten Stock habe ich zweimal solche Plantagen drin. Ja. Da hier auch. Sieht schön aus. Hier ein paar Bilder hingehängt. Ja, das war's eigentlich schon. Ja. War's schon mit der Plantage. Dann habe ich was Neues angefangen. Ist gerade im Bau meine Sommerresidenz. Ist gerade noch Baustelle. Man sieht sie schon von Weitem. Ich zeig's. Hier sieht man es schon ein bisschen vorblinzeln. Hier auf dem Berg. Hier, wo mein Fadenkreuz gerade zeigt. Hier oben, da wird meine Sommerresidenz hinkommen. Da laufen wir jetzt mal geschwind hin. Ja, es hat schon eine Weile gedauert mit dem ganzen Zeug hier da hinten. Aber ich bin froh, dass ich es jetzt hinter mir habe. Mit der unterirdischen Plantage. Jetzt kommt mein nächstes großes Projekt. Das wird das hier oben sein. Die Sommerresidenz. Muss ich erst noch einen Weg nach oben bauen, das kommt da noch hinzu. Weil zurzeit kommt man nur noch so hoch, aber werden wahrscheinlich Treppen oder sowas hinkommen. So, hier ist willkommen in der Sommerresidenz von mir. Hier mit schönem Blick auf die Hütte, wo ich schon gezeigt habe in der ersten Folge von meinem Let's-Show. Ja, da kommt eventuell noch ein Bike oder sowas hin wie ein Garten oder so. Ja, ist alles noch im Bau. So, da kann man noch Treppen hoch mit einem schönen Glasboden zum runter gucken auf den See. Es ist ja noch alles im Bau. Ich brauche vielleicht noch 4-5 Tage, dann habe ich es eventuell mit dem in der Sommerresidenz, weil da kommen noch ein paar Stöcke höher. Wird riesig das Ding. Ja, das war's eigentlich mit der zweiten Folge von meinem Let's Show. Zurzeit habe ich jetzt noch nicht so viel gebaut. Ich arbeite gerade nur hier an der Sommerresidenz. Ja, das war's eigentlich schon. Bis zu meiner letzten Let's Show Folge!